Liebe Freunde, liebe Montagsdemonstranten, herzlich willkommen zur 186. Montagsdemo. Das Motto der heutigen Demo ist: Kein Moos vom Moos nach Finanzminister Schmid. Mein Name ist Andreas Schwab von den Parkschützern. Ich begrüße auch ganz besonders die Spaziergänger vom Kernerplatz, die bereits eingetroffen sind. Und ebenso die Raddemo. Ich weiß nicht, ob sie schon da ist. Bei der Raddemo gab es ja die letzte Zeit Probleme, die letzte Woche hier geschildert wurden. Da gab es am Donnerstag vergangene Woche ein Kooperationsgespräch, das für die Raddemo-Teilnehmer, für die Delegierten nicht so befriedigend verlaufen ist. Aber ich habe bisher die Raddemo noch nicht gesehen. Es ist ja geplant, dass die Raddemo-Teilnehmer zu Fuß im Rathaus eine Erklärung, eine Petition abgeben. Dann noch ein kurzer Hinweis zur Demo. Wer sich vorstellen könnte, heute auch eine Ordnerbinde zu tragen und als Ordner auf dieser Demo zu fungieren, kann sich hier vorne links an der Bühne melden und das Amt eines Ordners heute Abend übernehmen. Wir sind doch ordentlich! Das Thema Kein Murks vom Moos, Herr Finanzminister, passt zu einem Tag der Schande für unsere Stadt. Gestern vor 3 Jahren, am 25. August 2010, wurde mit dem Abriss des Nordflügels begonnen. Finanzminister Schmid überweist aber immer noch Millionen Tranchen von unseren Steuergeldern für ein Projekt, das seit 3 Jahren zerstört, aber nicht baubar und nie fertiggestellt werden wird. Auch die millionenschweren Werbekampagnen verfangen nicht mehr. Es wurde zu viel gelogen. Das merken immer mehr Bürger. Auch die, die beim Volksentscheid für den Weiterbau gestimmt haben. Die Stuttgarter Zeitung titelt: Zustimmung zu Stuttgart 21 sinkt. Und unser Ordnungsbürgermeister Martin Scheiber interpretiert das: Es habe wohl mit einem Großbaustelleneffekt zu tun. Herr Scheiber irrt. Es gibt in Stuttgart keine S21 Großbaustelle. Es wurde abgerissen, ein Park zerstört, ein Grundwassermanagement errichtet, das nicht in Betrieb gehen kann. Und im Hauptbahnhof erleben inzwischen Zehntausende von Pendlern täglich, was es bedeutet, einen amputierten Großstadtbahnhof zu benutzen. Herr Finanzminister Schmid, mit Stuttgart 21 gewinnt man keine Wahlen. Die SPD befindet sich gerade in Baden-Württemberg und in Stuttgart im freien Fall. Setzen Sie die Zahlen für Stuttgart 21 aus und reichen Sie die Feststellungsklage ein. Das könnte Ihren Wahlkampf beflügeln. Unserem ersten Redner, der an dieses Thema auch anschließt, was die Situation im Hauptbahnhof betrifft. Es spricht zu Ihnen Jörg Munder. Er ist Regionssekretär des Deutschen Gewerkschaftsbund Region Nordwürttemberg. Er spricht zum Thema Kahlschlag beim Personal, Desaster für Reisende, Betrieb auf Verschleiß, wie die Bahn an die Wand gefahren wird. Herzlichen Dank. Jörg Munder.